Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ein Dach über dem Kopf zu haben, ist nicht nur ein Grundbedürfnis, es ist auch eine Grundvoraussetzung für eine menschenwürdige Existenz und für soziale Teilhabe. Und somit ist die Frage nach Wohnen zu einer zentralen Frage, zu einer zentralen sozialen Frage unserer Zeit geworden. Und die Zahlen der Wohnungslosen steigen leider in den letzten Jahren kontinuierlich an. Bundesweit beruhen diese Zahlen auf Schätzungen, weil es noch immer keine Wohnungslosenstatistik auf Bundesebene gibt. Erfreulicherweise sind wir da in Nordrhein-Westfalen schon lange weiter. Bereits seit 1965 gibt es ja eine Obdachlosenstatistik, die seit 2011 als integrierte Wohnungsnotfallberichterstattung wichtige Hinweise für zielgenaues, und das ist das Entscheidende, für zielgenaues sozialpolitisches Planen geben soll. Denn notwendig sind in diesem Zusammenhang integrierte Handlungskonzepte zur Unterstützung bei Wohnungslosigkeit und vor allem im Bereich der Prävention von Wohnungsverlust. Und dazu gehören insbesondere zielgruppenspezifische Angebote, beispielsweise für junge Menschen, für Menschen mit einer Suchterkrankung, für ältere Menschen, aber eben auch für die besonderen Lagen von Frauen und Männern, die diese besonderen Lagen auch besonders in den Blick nimmt. Und die Zahlen, sie sind ja schon genannt worden, die Zahlen sind in der Tat alarmierend. Allein im Vergleich zum Jahr 2015 stiegen die Zahlen von gut 20.000 zum Stichtag 30.06.2016 auf gut 25.000 Personen an, und davon sind allein 6.400 Frauen. Und im Vergleich, das ist auch bereits angesprochen worden und macht die alarmierende Situation noch mal deutlicher, im Vergleich zu 2011 ist das gar eine Steigerung um 60%. Allerdings, und das ist im Zusammenhang mit der Frage der Obdachlosigkeit von Frauen ein wichtiger Punkt, diese Wohnungslosenstatistik bildet nur diejenigen ab, die entweder kommunal oder ordnungsrechtlich untergebracht sind oder durch einen freien Träger der Wohnungslosenhilfe betreut werden. Und warum ist das jetzt mit Blick auf die Situation von Frauen von besonderer Wichtigkeit? Es ist auch bereits angedeutet worden, es ist nicht nur anzunehmen, sondern es ist sicher, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt bei der Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit von Frauen. Und Minister Laumann hat ja anlässlich der Tagung Frauen und Wohnungslosigkeit, Bedarfe erkennen, Wege aufzeichnen und kommunale Lösungen entwickeln, richtigerweise festgestellt, dass die Obdachlosigkeit von Frauen oftmals unsichtbar ist. Warum ist das so? Weil Frauen oftmals sehr lange versuchen, ihre Wohnungslosigkeit zu verbergen. Sie versuchen, nicht als wohnungslos identifiziert zu werden, und sie versuchen, lange Zeit ohne institutionelle Hilfe auszukommen. Das heißt, wir haben hier einen sehr großen Bereich sogenannter verdeckter Wohnungslosigkeit. Und viele Frauen versuchen eben, ihre verdeckte Wohnungslosigkeit damit zu überdecken, dass sie bei Verwandten unterkommen, bei Bekannten. Sie versuchen, wieder bei den Eltern unterzukommen. Und oftmals gehen sie auch sogenannte Zweckpartnerschaften ein. Und ganz häufig eben mit dem großen Risiko, dass sie dann wiederum bis hin zu sexueller Gewalt als Begleiterscheinung ausgesetzt sind. Die Gründe für Wohnungslosigkeit von Frauen sind eben auch oftmals sehr unterschiedlich als die Gründe bei Männern. Sie sind auch hier bereits gesagt worden, Frauen sind in ihrer sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Eigenständigkeit gegenüber Männern nach wie vor häufig benachteiligt. Das ist ein Faktor, was schon lange bekannt ist, allerdings leider noch lange nicht überwunden ist. Die Einkommenssituation von Frauen ist schlechter, sodass sie im Fall von Trennung oftmals vor existenziellen Nöten stehen. Aber auch geschlechtsspezifische Gewalterfahrungen sind zentrale Gründe. Und langjährige Gewalterfahrungen, wirtschaftliche Abhängigkeit und mangelnde soziale Netze prägen oftmals die Lebenssituation vieler Frauen in Wohnungsnotfallsituationen. Wohnungslosigkeit ist also, und das ist hier noch mal besonders deutlich am Beispiel der Frauen, Wohnungslosigkeit ist kein individuelles Schicksal, sondern es ist eine gesellschaftliche Verantwortung. Und sehr geehrte Damen und Herren, Angebote für Frauen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, müssen genau hier ansetzen. Schutz vor Gewalt und die Stärkung der Autonomie müssen Kernbestandteile sein. Und dazu muss es eine enge Kooperation, der Minister hat bei der Fachtagung ja auch darauf hingewiesen, zwischen den Trägern der Obdachlosenhilfe und der Frauenhilfeinfrastruktur sowie den kommunalen Stellen geben. Wohnungslosigkeit darf nicht gleich Ausweglosigkeit heißen. Das bedeutet aber auch, dass die zielgruppenspezifischen Angebote genau in diesem Bereich gestärkt werden müssen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 62 landesgeförderte Frauenhäuser für die Akuthilfe für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Frauenhäuser sind ein Baustein, um Frauen in Notsituationen zu unterstützen und ihnen neue Perspektiven jenseits von Gewalt zu eröffnen. Allerdings für eine nachhaltige Unterstützung der Frauen und vor allem zur Verhinderung von sogenannten Drehtüreffekten brauchen wir Perspektiven, die auch über das Frauenhaus hinausgehen.
Und wir haben gerade schon von den sogenannten Second-Stage-Projekten gehört, die die rot-grüne Landesregierung 2017 auf den Weg gebracht hat, die ein auch wichtiger Baustein zur Verselbstständigung sind. Es wird aber deutlich, wo hier die Bedarfe über die derzeit geförderten Projekte hinausgehend liegen, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Wir haben 62 landesgeförderte Frauenhäuser, wir haben aber nur 6 Projekte, die in der Second-Stage-Förderung sind, plus 2 Wohnraumförderprojekte im Köln-Bonner Raum. Das heißt, wir haben 62 Frauenhäuser und 8 Projekte, die sich mit dem Prozess der Verselbstständigung beschäftigen. Wir brauchen dringend einen Ausbau dieser Projekte und wir brauchen vor allem eine Verstetigung der Mittel. Die Second-Stage-Projektmittel sind, wie der Name schon sagt, bislang Projektmittel. Wir brauchen aber diese Projekte in der strukturellen Förderung, um Frauen aus dem Frauenhaus in ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in den eigenen 4 Wänden begleiten zu können. Und gleichzeitig müssen die Mittel für den sozialen Wohnungsbau gestärkt werden. Es ist ja vollkommen klar, dass ich nur dann neue Perspektiven in den eigenen 4 Wänden aufbauen kann, wenn es mir auch überhaupt möglich ist, eigene 4 Wände in irgendeiner Art und Weise auch bekommen zu können. Wohnungslosigkeit ist nämlich, das ist eine Binsenweisheit, aber es scheint ja wichtig zu sein, das noch mal zu deutlich zu machen. Wohnungslosigkeit ist eben auch eine Frage oder eine Folge mangelnden bezahlbaren Wohnraums. Und dementsprechend wäre es wichtig, die Zielmarke von 250.000 neuen Wohnungen bis 2022 in den Blick zu nehmen. Allein die aktuelle Landesregierung setzt offenbar andere Akzente. Statt einen klaren Fokus auf den öffentlich geförderten Wohnungsbau zu setzen, es ist gerade auch schon mehrfach diskutiert worden, stehen jetzt nur noch 200 Millionen weniger für den Wohnungsbau zur Verfügung. Und ja, Sie können sagen, das sind Bundesmittel, die aber zweckgebunden waren. Nichtsdestotrotz ändert das doch nichts daran, dass man auch eigene landespolitische Akzente mit eigenem Landesgeld setzen kann. Das wäre in Ihrer Verantwortung, und dieser Verantwortung werden Sie an dieser Stelle nicht gerecht. Was brauchen also Menschen, die wir begleiten wollen, die von Wohnungslosigkeit betroffen und bedroht sind? Sie brauchen wirksame Unterstützung, und dort darf sich auch das Land aus der Verantwortung nicht wegdrücken. Nordrhein-Westfalen geht voran mit dem bundesweit vorbildlichen Aktionsprogramm Hilfen in Wohnungsnotfällen. Das ist vorbildlich, und das gilt es auch zu verstetigen. Es sollte aber eben auch vorangehen bei der Förderung sozialen Wohnungsbau und beim Ausbau, und zwar bedarfsgerechten Ausbau der Unterstützungsangebote für Frauen in Wohnungsnotfällen und für Frauen, die von Gewalt betroffen sind.